Dann heiße ich euch alle ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu einer Veranstaltung der Landesarbeitsgruppe Kulturpolitik der Hessischen Linken. Mein Name ist Magdalena Depter-Wollenhaupt. Ich bin eine von fünf Koordinatorinnen der Landesarbeitsgruppe. Und ja, Kultur ist gesellschaftsrelevant. Da sind sich alle einig. Doch der Kulturbetrieb in vielen Teilen chronisch unterfinanziert, sodass die Krisen unserer Zeit, wie nun die Corona-Krise, zu einer Zerreißprobe wird und zu einer richtig existenziellen Bedrohung für manche. Folglich wollen wir in unserer heutigen Online-Veranstaltung, die wir auch im Rahmen der Kommunalwahl veranstalten, mit euch über die Auswirkungen der Corona-Krise sprechen auf die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft. Wir wollen über die Wirksamkeit der Hilfsmaßnahmen sprechen und schließlich auch die Frage stellen, welche Lehren sind aus der Corona-Krise für die Kulturpolitik zu ziehen und natürlich das auch aus einer linken Perspektive auch betrachten. Genau, und heute Abend diskutieren, darüber freue ich mich sehr, dass wir Bund, Land und Kommune hier haben, Stefanie Schüri. Stefanie ist kulturpolitische Sprecherin in der Dokumentarstadt Kassel. Janine Wissler. Janine ist kulturpolitische Sprecherin der hessischen Fraktion und auch Fraktionsvorsitzende. Dann haben wir auch noch Simone Barrientos, die kulturpolitische Sprecherin im Bundestag ist und in ihrer Wahlheimat Ochsenfurt, die auch eine bayerische und berlinerische Perspektive auch mitbringt. Und da wir in der Linken auf paritätische Besetzungen achten, freue ich mich, unsere männlichen Kulturschaffenden vorzustellen und Interessenvertreterinnen. Das ist einmal Jan Deck. Jan Deck ist aus Frankfurt, er ist Politikwissenschaftler und arbeitet als freier Dramaturg, Regisseur und Kurator und ist seit über 10 Jahren für den Hessischen Landesverband LAPROF tätig. Dann haben wir aus Gießen Christian Lügert. Christian ist und war vor allem deutschlandweit als Musiker, Schauspieler und Regisseur tätig. Und als dritten kulturschaffenden Vertreter für die Musikbranche und Alarmstufe Rot ist Nico Neufeld bei uns. Nico ist Bassist der, ich hatte es gerade gefragt, ich sage jetzt einfach Cross-Metal-Band meinem Eindruck nach, Band April Art. Und genau, die Band und Nico sind im Bündnis Alarmstufe Rot tätig, das hatte ich gerade schon gesagt. Und er wird dann auch noch was zu deren politischen Single sagen, Break the Silence. So, meine erste Frage möchte ich gerne an Christian stellen. Denn auf deiner Homepage habe ich sofort als erstes ein Bild gefunden mit einem Zitat von John Berger, da drauf steht: Der Tod tritt ein, wenn das Leben nichts mehr hat, das es zu verteidigen gilt. Ist Kunst und Kultur heute besonders zu verteidigen? Ja, aber ist es ja eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Also diesen Spruch, ich war im Oktober eingeladen, im Dannenröder Forst ein paar Rio Reiser und Gundermann-Lieder zu singen und bin da mit drei alten, wir sind alle so Anfang, Mitte 60, sind wir da hingepilgert und auf der Rückfahrt sagte einer der Kollegen, kamen wir irgendwie auf John Berger zu sprechen und ich habe immer so im monatlichen Wechsel da solche Zitate auf meiner Homepage. Das steht jetzt aber seit Oktober dort. Einerseits ist es so ein persönlicher Mutmacher, um da irgendwie durch die Krise durchzukommen und unseren Beruf und so weiter zu verteidigen. Aber eigentlich, nachdem ich die Frage gelesen habe, ja, klar, bei Kunst und Kultur ist es ja so, also Corona hat wie in vielen Bereichen einfach gnadenlos die Defizite aufgedeckt. Und ich glaube, es ist sogar noch mehr. Also es gilt nicht nur das, was wir Kunst und Kultur, und ich komme ja vom Stadttheater, habe aber auch in freien Gruppen gearbeitet oder mache Musik. Also ich glaube, man muss es nicht nur verteidigen, sondern wir müssen es tatsächlich neu definieren, auf neue Füße stellen. Wir müssen uns beschäftigen mit dieser brachialen Unterfinanzierung. Ich bin seit 40 Jahren am Theater, Stadttheater, Landestheater. Und was sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist einfach brutal. Also die Unterfinanzierung schränkt uns ein
und nimmt uns das Wichtigste, nämlich Zeit. Wir brauchen Zeit beim Proben, wir brauchen Zeit in den Köpfen und Zeit, wir leben im Kapitalismus, Zeit ist Geld. Und das ist erstmal so der Stand für mich. Und deswegen, es gibt viel zu verteidigen. Ja, vielen Dank. Und wir sind ja gerade im zweiten Lockdown und es gibt einen, manch Virologe sagt auch schon, wir befinden uns an der Schwelle zum dritten Lockdown. Gleichzeitig hat heute Volker Bouffier ja seinen Stufenplan vorgestellt, der auch eine langsame Öffnung sich überlegt. Das ist ja gerade so ein Hoffnungsschimmer für die Veranstaltungswirtschaft. Deswegen geht jetzt auch meine Frage an Nico. Nico, was raubt dir eigentlich oder euch Musikern derzeit am meisten den Schlaf? Den Schlaf? Der Schlaf ist noch nicht ganz geraubt, aber was einfach problematisch ist, dass nun mal Veranstaltungen eine sehr lange Vorlaufzeit haben und wir, wie schon gesagt, im Kapitalismus leben. Das heißt, Veranstalter müssen sehr weit im Voraus Geld in die Hand nehmen, um Sachen, um Festival zum Beispiel zu organisieren. Das hat oft ein halbes Jahr bis ein Jahr Vorlaufzeit und da wird auch schon investiert. Und das macht natürlich keiner, wenn sehr wahrscheinlich ja, vorauszusehen ist, da wird im Sommer noch nicht wirklich was gehen. Oder wenn man es machen würde, würde es wieder abgebrochen. Und das heißt natürlich, das Jahr hier, das kann man sich konzertmäßig ziemlich in die Haare schmieren, falls man noch welche hätte. Aber ja, da wird nicht viel kommen. Und es wird ein paar Corona-Veranstaltungen wahrscheinlich geben. Dann sind halt nur sehr viel weniger Leute zugelassen, was dann wiederum für viele Veranstalter auch nicht wirtschaftlich ist. Und deshalb wird es halt konzertmäßig sehr traurig aussehen, denke ich, in 2021. Und ich habe gelesen, dass sich schon so mancher, aber das betrifft auch Schauspieler, es gibt schon so einige Berufe oder beziehungsweise Kulturschaffende, die ihren Job an den Nagel gehangen haben. Wie sieht es denn bei euch aus? Auch schon, wenn du jetzt so an deine Musikkollegen guckst, die das hauptberuflich machen, haben da schon einige den Job an den Haken gehangen? Also es gibt Unterschiede. Es gibt natürlich die Musiker, die schon seit Jahren dick im Geschäft sind, die haben jetzt nicht so ein Problem, außer vielleicht, dass es halt nicht so schön ist, dass man mal nicht auf die Bühne kann, aber die haben kein finanzielles Problem. Es gibt aber natürlich auch die, die gerade die Stufe geschafft haben, so ein bisschen ihren Traum zu verwirklichen, gerade so davon auf niedrigem Niveau leben konnten und für die heißt das natürlich dann im Endeffekt oft ganz schnell Hartz IV. Und es sind ja halt auch nicht nur die, sondern da geben dann auch viele depressiv auf. Aber es gibt ja auch noch die ganzen anderen, die halt dranhängen, die im Endeffekt überleben müssen, damit es wieder losgehen kann. Und das ist ein ganzer Rattenschwanz. Das sind Clubs, das sind Festivals, das sind die Caterer, die dahinter stehen, bis zu den Security-Leuten, die Ton- und Lichtmenschen und Firmen. Da sind ja auch viele Solo-Selbstständig. Mal sehen, wie viele es davon überleben, wenn nicht genug Ritzgelder fließen und nicht endlich mal genug Impfstoff kommt. Genau, wenn, also du gibst mir schon die Stichworte Solo-Selbstständige und das Fließen der Gelder. Angela Dorn hat ja im ersten Hilfspaket waren ja 50 Millionen drin. Schließlich jetzt plant sie für den zweiten Lockdown nochmal 30 Millionen und es sind eine Menge an Brückenstipendien ausgezahlt worden. Mich würde jetzt mal interessieren und die Frage würde ich gerne Jan Deck stellen, der sich ja auch ziemlich gut darin einen Überblick geschaffen hat, wie gut kommen eigentlich die Hilfen von Land und Bund deiner Meinung nach oder eurer Beobachtung nach eigentlich an? Ja, das ist sehr unterschiedlich, weil natürlich, ich würde sagen, bei den Landesmitteln ist es so, da gab es ja erstmal diese Arbeitsstipendien von 2000 Euro, die sind eigentlich weitestgehend von den meisten Leuten auch abgerufen worden. Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alle, mit denen ich zu tun hatte, auch an verschiedenen Branchen diese 2000 Euro beantragt haben. Das war auch sehr einfach, weil da gab es wenig Hürden. Es gab erstmal die KSK-Hürde, ne, am Anfang. Die ist aber dann aufgehoben worden. Man konnte dann quasi auch ohne Mitgliedschaften der Künstlersozialkasse diese Gelder bekommen. Die Landesregierung hat es ein bisschen großzügig geplant, weil sie hatten 12.000 Stipendien eingeplant. Also jeder, der in der KSK ist, sollte die Möglichkeit haben, ein Stipendium zu bekommen. Nun ist es so, dass eben nicht alle Leute in der KSK sind, in dem Kulturbereich arbeiten. Deswegen sind da auch viele Gelder übrig geblieben.
Dann gab es ja natürlich diese Projektstipendien, die dann später kamen, Ende des Jahres, die 5.000 und 18.000 Stipendien. Da hatte ich auch das Gefühl, die sind ja sehr überzeichnet gewesen. Da ist das Geld ja wirklich rausgegangen. Und ich hatte das Gefühl, dass jetzt sozusagen sehr viel was passiert. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit dem Geld gerade, weil das ja dann bis April ja schon wieder sozusagen ausgegeben sein muss. Das Problem da ist halt einfach nur, dass wir jetzt durch den erneuten Lockdown das Problem haben, dass wir ja wahrscheinlich bis April nicht alle, im Theaterbereich zumindest, nicht alles spielen können, was da geplant ist. Das heißt, da haben wir jetzt ein Problem mit der Befristung dieser Mittel. Und ich appelliere da auch immer an die Ministerin, an die Landesregierung, diese Befristung einfach aufzuheben, dass man sagt, okay, die Gelder, die können jetzt bis Ende des Jahres genutzt werden. Und dann wäre das auch das Problem ja auch ein bisschen geringer. Aber klar, es gibt ein Problem, dass bei einigen Kolleginnen jetzt das Geld da ist, aber die Möglichkeit, das Geld auszugeben, einfach nicht da ist. Oder die Sachen zu zeigen, die man da produziert hat. Ne? Also das ist, glaube ich, ein Problem, was jetzt mit den Landesförderungen zusammenhängt. Die neuen Projekte, klar, es gibt nochmal Stipendien. Das hat sich ja als sinnvolles Mittel erwiesen. Das ist auch gut, dass es die wieder gibt und dass die jetzt auch wieder existieren. Und dann gibt es ja die zwei anderen Fördertöpfe, die Veranstaltung im öffentlichen Raum und die Veranstalterausgleich. Also ich glaube, dass das schon Sinn macht so. Am Anfang hätten wir uns gewünscht, dass es sozusagen sowas wie einen Verlustausgleich gibt oder einen fiktiven Unternehmerlohn. Das hat man auf Bundesebene probiert, das hat nicht geklappt. Leider haben die Länder sich da nicht durchgesetzt. Und das ist das Problem mit dem Bund, dass viele Hilfen, die vom Bund kamen am Anfang, meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach sehr, sehr ungeeignet waren. Dass viele Hilfen kamen nicht bei den Leuten an, weil die Kriterien zu schwierig waren. Ich habe absurde Einzelfälle erlebt von Leuten, die zum Beispiel, weil sie einen Praktikanten hatten, nicht als Solo-Selbstständige galten und so weiter und so weiter. Also da gibt es die Regulierung ist so kompliziert teilweise. Und da wurden ja im Jahresende die Regeln nochmal geändert, die vorher gegolten haben und solche Dinge. Also da ist sehr, sehr viel durcheinander geraten. Ich glaube, da hätte man von vornherein tatsächlich besser arbeiten können, wenn man gesagt hätte, man macht sowas wie einen fiktiven Unternehmerlohn für alle Solo-Selbstständigen, dann hätte man dieses Chaos wahrscheinlich nicht gehabt, hätte den Leuten wirklich helfen können. Also bei den Bundesmitteln hätte viel mehr passieren können, obwohl ich sagen muss, das sage ich noch zum Schluss, es gibt ja die spartenspezifischen Förderprogramme und die, wirklich für die Theaterszene, sind sehr gut, funktionieren wunderbar, es müsste mehr Geld sein, aber eigentlich sind diese Gelder der Theaterszene sehr gut angelegt. Also die, sagen wir mal, die künstlerischen Hilfen finde ich weitestgehend gelungen, aber die anderen Hilfen vom Bund sind wirklich nicht zielgenau gewesen. Ich würde das Wort jetzt just gerne Simone Barrientos geben, die gerne noch mal ein bisschen was zu der Debatte sagen kann, die es gab mit der sogenannten erleichterten. Bist du noch da? Hallo, hallo? Du bist stumm. Ich bin stumm? Nee, Magdalena. Magdalena ist stumm. Aber ihr seid alle noch da, ich bin nicht alleine jetzt, ne? Nee. Dann lege ich einfach mal los, weil ihr habt ja schon so ein paar Stichworte gegeben. Und zum Teil waren das echt Formulierungen, die ich seit einem Jahr benutze. Also, wo fange ich an? Fiktiver Unternehmerlohn oder andersrum. Als vor einem Jahr, also die Kultur ist nicht im dritten oder zweiten Lockdown, die ist immer noch im ersten. Das muss man mal festhalten, weil diese wenigen Erleichterungen, die es dazwischendurch gab, die waren ja sowieso nicht flächendeckend. Und also Kultur ist seit einem Jahr im Lockdown, das muss man so sehen. Und es war damals schon klar, das waren die Ersten, die betroffen waren und es werden die Letzten sein, die wieder loslegen können. Das war eigentlich von Anfang klar. Klar war auch, dass diese Branche sofort in massive Schwierigkeiten kommt. Und zwar nicht nur die auf der Bühne stehen, sondern mit allem, was dranhängt. Also auch dieser Rattenschwanz, alle, die gebraucht werden, um irgendwie Kultur möglich zu machen. Dass von denen ab März, als alles dicht gemacht wurde, ganz viele nicht wussten, wie sie im nächsten Monat eigentlich ihre Miete bezahlen sollen. Und das nicht nur die Menschen, die Kultur machen, sondern eben auch Locations, Spielstätten etc. und so. Da war also zu Recht ganz viel Verzweiflung. Und es zeigt natürlich auch, dass diese Branche immer schon extrem hart am Wind gesegelt ist. Und vorhin fielen ja auch hier dass die Unterfinanzierung brutal ist und dass auch das
Das sage ich ganz oft. Letztlich heißt das Problem Kapitalismus, weil wenn alles irgendwie profitabel sein muss im Sinne von profitbringend und profitabel als profitabel nicht gilt, zum Beispiel der Wert für die Gesellschaft, für die Demokratie und so weiter, dann haben wir ein Problem. Wir haben damals von Anfang an haben wir gesagt, dass dieser Verweis auf Grundsicherung ist Mist, weil er auf die, also auf Hartz IV zu verweisen, ist sowieso Mist, weil Hartz IV einfach Mist ist. Ne? Man kann nicht Leute irgendwo hinschicken in etwas, was sowieso nichts taugt. Also das ist unser Standpunkt, ganz klar. Aber dass es für die Branche schon gar nicht geht. Und wir haben von Anfang an gefordert, dass es sowas wie, man immer das nennt, andere haben gesagt, eine Grundsicherung für Künstlerinnen und Künstler oder ein fiktiver Unternehmerlohn oder was auch immer. Aber eine Summe X, von der klar ist, dass die sofort gezahlt wird und zwar jeden Monat, bis irgendwann man wieder losarbeiten kann. In Berlin haben wir halt das Problem, es gibt ja kein Ministerium für Kultur, sondern es gibt eine Beauftragte für Kultur und Medien. Das heißt, eigentlich sitzt Kultur nicht wirklich mit am Kabinettstisch. Die Entscheidungen werden getroffen im Wirtschafts- und im Haushaltsressort und da fehlt wirklich die Vorstellungskraft auch und aber auch der Wille, das zu begreifen, dass der Kulturbereich anders funktioniert und eigenen Gesetzen folgt. Und also ja, wir haben immer gefordert, man muss diese Maßnahmen der Lebenswirklichkeit anpassen, man muss die Länder unterstützen. Es gab ja dann auch das Problem, dass in manchen Ländern wurde geholfen, in anderen wieder nicht. Also auch diese Ungerechtigkeit und dieser Dschungel, diese Undurchschaubarkeit von Maßnahmen, das führt ja übrigens auch dazu, dass inzwischen der Zoll ermittelt gegen ganz viele Leute, die Hilfe beantragt haben und auch bekommen haben, wegen Subventionsbetrug, weil sie vielleicht irgendwo ein falsches Häkchen gemacht haben oder die Bedingungen geändert wurden oder was auch immer. Also das ist wirklich, wirklich unsäglich. Und was diesen fiktiven Unternehmerlohn betrifft, da hieß es immer hier im Bund, das ginge nicht, das dürfte nicht gemacht werden, das würde EU-Recht widersprechen. Das stimmt schlicht nicht. Wir haben uns erkundigt und wir haben den wissenschaftlichen Dienst gefragt und es ginge sehr wohl unter bestimmten Bedingungen. Das ist einfach eine Ausrede, man will das nicht, weil man, ich glaube, man will es auch deshalb nicht, weil man dann zugeben müsste, dass Hartz IV nichts taugt, erstens, und zweitens, weil das im Prinzip sowas wie ein Grundeinkommen wäre, was man eben auch nicht will. Und das ist einfach der Grund. Da fehlt der politische Wille. Und ich mache mir echt Sorgen, weil es geht ja nicht nur, es geht um die Menschen, das ist klar, aber es geht natürlich auch um Spielstätten und so weiter und so fort. Und alles, was da wegbricht, wird nicht einfach wiederkommen und bedeutet aber auch auf Dauer weniger Arbeitsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler. Und ich meine, spätestens seit dem Sommer war klar, dass dieses Thema uns noch lange beschäftigen wird. Und spätestens seit dann war auch klar, dass Kultur, wenn überhaupt groß, erst wieder in diesem Sommer stattfinden kann. Und dass man immer noch darauf beharrt, dass die Maßnahmen gut sind, so wie sie sind. Das ist einfach wirklich unsäglich. Aus dem Kulturausschuss selber kommt das Programm Neustart Kultur. Und das ist, da höre ich tatsächlich auch viel Gutes. Das hat damit zu tun, dass mit den Verbänden erarbeitet wurde und durch die Verbände auch ausgeschüttet wird. Also, ne, und das nicht, also beziehungsweise da sind die Fachleute einfach mit eingeschaltet. Dadurch hat das funktioniert es auch besser und da werden auch Erfahrungen gemacht, die wir mitnehmen müssen für die Zukunft, was Vergabekriterien betrifft und so weiter. Aber es ist, auch das wurde hier schon gesagt, es ist unterfinanziert. Wir haben auch da eine kleine Anfrage gemacht. Und da, es war ja die sogenannte Kulturmilliarde und da stellte sich im letzten Jahr schon raus, dass da zu dem Zeitpunkt schon 1,2 Milliarden fehlten. Und dieser Betrag hat sich inzwischen noch erhöht. Es gibt jetzt eine Aufstockung wohl, ich weiß nicht, ob sie schon durch ist oder kommt, von 1 Milliarde, aber es ist immer noch oder schon wieder unterfinanziert, weil es natürlich alles länger dauert. Und dieses Programm war ja eigentlich dafür gedacht, den Laden dann wieder ins Laufen zu bringen und sozusagen als Starthilfe und nicht als Überbrückungshilfe. Insofern ist das natürlich auch total doof, dass das hier zum Teil auch schon eingesetzt wird, um ja für Überbrückung, obwohl es eigentlich für einen Neustart gedacht war. Soweit vielleicht für den Moment. Ja, wir haben ja zu Beginn ja kurz von der chronischen Unterfinanzierung gesprochen. Und kürzlich habe ich gelesen, dass in Hessen tatsächlich demnächst viele Leitungsstellen in Museen
frei sein werden, die allerdings wohl nicht besetzt werden können. Und also nicht nur das, es ist tatsächlich auch so, dass die Bewahrung und Zugänglichkeitsmachung des kulturellen Erbes in Hessen auf einem wackeligen Fundament vielerorts steht. Und das, obwohl Staatsziel in der hessischen Verfassung verankert ist. Meine Frage an Janine ist jetzt, Janine, bringt eigentlich die Verankerung von Kultur als Staatsziel etwas? Naja, also es ist ja schon viel auf die Missstände und die Probleme hingewiesen worden. Also ich denke, es ist schon grundsätzlich richtig zu sagen, Kultur ist systemrelevant, ja, und Kultur ist ja elementar für eine demokratische Gesellschaft. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wenn wir jetzt über die soziale Situation von Künstlerinnen und Künstlern, von Kulturschaffenden reden, wir nicht nur darüber reden, dass Menschen sich Sorgen um ihre Existenz machen. Ja, das machen sie, und es ist eine Unverschämtheit, dass Menschen versucht wurden, auch mit Grundsicherung abzuspeisen. Aber die kämpfen ja nicht nur für sich selber, sondern es geht ja um viel mehr als um diese Arbeitsplätze und die Existenzen, die selber jetzt unmittelbar betroffen sind. Es geht um die Frage, wie sieht unsere Gesellschaft nach dieser Pandemie aus? Gibt es dann das kleine Programmkino noch? Gibt es das freie Theater noch? Gibt es die Musikschule noch? Ja? Und das ist eine ganz entscheidende Frage, finde ich, weil Kultur, weil Kunst und Kultur eben ja, ein ganz wichtiger Bestandteil eben einer demokratischen Gesellschaft sind, weil sie wichtig sind für die kritische Reflexion von Gesellschaft. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das auch nach vorne stellen und deutlich machen, eben, es ist eben viel über die Systemrelevanz gesprochen worden, auch das ist selbst systemrelevant. Und das ist natürlich, das zeigt ja eine Schieflage, dass die Milliardenspritzen bei großen Konzernen so locker saßen, ja, also ohne dass dafür Arbeitsplatzgarantien und Einfluss irgendwie gefordert wurde. Aber dann eben die Regelungen für Solo-Selbstständige und Kulturschaffende, also wirklich so lange an bürokratischen Problemen gescheitert sind, dass man da so lange die Menschen einfach im Stich gelassen hat. Und deshalb finde ich, ja, Kultur in der Verfassung ist richtig, aber solange es da steht, hilft, es muss mit Leben gefüllt werden. Ja? Das ist notwendig. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir eben in der Praxis genauer hinschauen, also was ist mit der Ausstattung von Kultureinrichtungen? Das ist ja eben schon darauf hingewiesen worden, dass sich jetzt in der Pandemie zeigen sich natürlich die Probleme nochmal ganz deutlich, aber auch vor der Pandemie, wir hatten ja im Hessischen Landtag diese sehr schöne Anhörung, Jan war dabei, über die Situation in dem Fall des Schauspiels in Hessen, aber man könnte das natürlich auch für viele andere Bereiche der Kultur runterbrechen, wo wir darüber gesprochen haben, dass es eben ein Problem ist, wenn Menschen, die eine Schauspielausbildung haben, die für ihren Beruf brennen und die Vollzeit arbeiten, so schlecht entlohnt werden, dass sie kaum über die Runden kommen. Ja, und dass es ein riesiges Problem ist, dass es eben viele Mittel in Form der Projektförderung vergeben werden und eben nicht als institutionelle Förderung und die Kulturschaffenden eben nicht langfristig damit planen können. Und wir wissen, in vielen anderen Bereichen ist das natürlich auch so. Kurzfristige Mittelvergabe heißt prekäre Beschäftigung, heißt eben ein nicht planbares Leben. Und da finde ich wirklich gerade, was die vielen auch kleineren Kultureinrichtungen, welchen Beitrag sie leisten für die kulturelle Bildung und für die kulturelle Vielfalt in Hessen, aber natürlich auch bundesweit. Das ist angesichts der Mittel, die sie zur Verfügung haben, wirklich eine, also das steht aber kein Verhältnis zu den Mitteln, die sie zum Teil nur zum Verhältnis haben. Und deswegen finde ich, ja, es geht darum, eben Kultur als nicht einfach irgendwie in eine Verfassung reinzuschreiben, ja, das ist richtig, das ist notwendig, aber es eben, genau, es eben auch zu leben und eben auch dafür zu sorgen, dass Kultureinrichtungen eben langfristig finanziert sind, dass sie sicher mit Mitteln eben planen können und ein vernünftiges Auskommen haben. Ja, du hast ja gerade von den Räumen gesprochen und die Kultur schafft und Kunst auch vor allem zur kritischen Reflexion und auch zum interkulturellen Dialog etc. Und ein sehr bedeutender Raum ist ja die Documenta in Kassel.
Die letzte auch ausgesprochen politisch. Die Frage ist jetzt, Stefanie, wie sieht es denn im Sommer 2022 aus? Stehen da Hygienekonzepte? Plant ihr ernsthaft, weil ihr sagt, na, das wird wahrscheinlich bis dahin, kriegen wir alle durchgeimpft? Ja, und angenommen, die Documenta findet nicht statt, was bedeutet das für dich als Kasselaner Kulturpolitikerin? Für mich persönlich wäre das natürlich besonders schlimm, aber aktueller Stand ist, dass so eine Documenta wird ja nicht innerhalb von einem Jahr oder mal schnell nebenbei geplant. Die Planungen laufen schon lange, die künstlerische Leitung wurde schon lange benannt, es wurden auch schon Objekte bezogen, Räume angemietet. Also es wird geplant und aktuell heißt es auch, man hofft, dass man die Documenta durchziehen wird im nächsten Sommer. Und es muss sich bis diesen Sommer endgültig entscheiden. Es wird halt nur anders sein als eigentlich geplant. Eigentlich die ganze Planung kann jetzt aktuell auch gar nicht stattfinden, weil die künstlerische Leitung, es ist eigentlich die Zeit jetzt, über ein Jahr vor der Documenta wird durch die Welt gereist und es werden Kulturschaffende und Künstler gesucht, die dazu eingeladen werden. Das kann ja aktuell alles gar nicht stattfinden. Der ganze interkulturelle Dialog kann auch nicht stattfinden, aber das ist ja auch eine Stärke von Kunst und Kultur und auch ein Zeichen, dass man auch flexibel sein kann. Es wird aktuell sehr viel auch im digitalen Raum gemacht. Es werden andere Mittel und Wege gesucht. Die künstlerische Leitung ist aktuell dauerhaft in Kassel, um die Stadt kennenzulernen. Und dann werden halt Online-Meetings gemacht, um vorzubereiten. Und es wurden auch schon verschiedene Künstler benannt. Also die aktuelle Planung ist so, dass die Documenta anvisiert ist für den Sommer 2022. Man halt weiß, es wird nicht so stattfinden können wie die letzten Dokumenten, die wir so alle kennen mit den langen Schlangen und alle eng beieinander. Aber ich denke, jeder von euch weiß ein bisschen, wie die Documenta läuft. Es gibt auch Außenkunstwerke, Kunstwerke draußen im Raum. Eine andere Idee sind zum Beispiel auch mehr auf digitale Formate zu gehen, weil jetzt auch nochmal auf die letzte Documenta bezogen, die war internationaler als alle Dokumenten zuvor. Also es war wirklich, man hat das Publikum im Nachhinein evaluiert. Und wenn man dann geguckt hat, wo die Besucherinnen herkamen, war das immer sonst eher so ein europäisches Ding. Die letzte Documenta war sehr international. Ich denke, das wird nächstes Jahr nicht möglich sein, auch wenn wir alle viel Hoffnung in Impfungen und Ähnliches und Hygienekonzepte setzen. Denke ich, wird einfach der Reiseverkehr vermutlich schon noch eingeschränkt werden. Das wäre dann etwas, wo man halt probieren könnte, durch digitale Formate den Menschen, die nicht herreisen können, anders Möglichkeiten geben, wie eine digitale Führung oder sowas. Aber wie gesagt, aktuell ist der Stand, dass das geplant wird. Ich denke, ausfallen würde es auch nicht. Was zur Diskussion stände, wäre es dann nochmal ein Jahr zu verschieben. Weil wir Kassler und ich glaube auch viele andere hängen so sehr auf einer Documenta, dann sie ganz ausfallen zu lassen, stände nicht zur Debatte. Zumal halt auch schon so viel Vorbereitung gelaufen sind, es die künstlerische Leitung gibt, es gibt Konzepte und Ideen und Pläne. Und das finde ich persönlich auch wichtig, weil die Documenta ist für Kassel wirklich sehr, sehr wichtig. Auf verschiedenen Ebenen natürlich ist es ein Wirtschaftsfaktor, keine Frage, wissen wir alle. Ne? Kunst und Kultur ist auch ein Wirtschaftsfaktor und gerade diese sehr große Kunstschau. Aber es ist auch für die Stadt Kassel was sehr, sehr Wichtiges, weil alle 5 Jahre in dieser kleinen Mini-Metropole wirklich mal was passiert und Freiräume entstehen. Und ich denke, selbst wenn die Documenta unter Corona-Bedingungen, wie auch immer sie dann im nächsten Sommer sein werden, werden trotzdem Freiräume entstehen können für Kunst und Kultur, auch wenn das vielleicht anders ist oder mit weniger Publikum oder vielleicht eher mit einem Fokus auf ein europäisches Publikum, das vielleicht reisen kann, wird es trotzdem wieder diese Freigeistmöglichkeiten geben für Räume, weil andere Menschen in die Stadt kommen und sich vernetzen. Mhm. Deswegen sehe ich das da jetzt gar nicht so schwarz und vielleicht auch in dem Fall auch so vielleicht einen kleinen positiven Turn auch reinzubringen, als Möglichkeit, es einfach anders anzugehen. Natürlich ist es schwierig, aber ich denke, es kann dann auch eine Chance sein, um neue Wege zu gehen und ja, dann auch die Digitalisierung in der Kunst und Kultur vielleicht. Ja, bleiben wir doch mal ganz kurz bei der Digitalisierung. Ich finde, das ist nämlich ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ich denke schon, und davon bin ich überzeugt, dass die Corona-Krise für die Kultur, aber auch für die Kulturpolitik eine Zäsur bedeutet, einen Einschnitt, weil sich einfach zeigt, dass dieser chronisch unterfinanzierte Bereich nicht krisenfest ist. Künstler können keine Rücklagen bilden etc. Die dürfen dann gleich, wenn es also wenn sie überhaupt die Kriterien erfüllen, im Notfall werden sie auf Hartz IV verwiesen. Gleichzeitig gibt es jetzt diesen Mega-Digitalisierungsschub. Mich würde mal interessieren, vielleicht an Christian und auch an Nico,
wer von den, euch beiden als erstes antworten möchte. Spürt ihr die Digitalisierung in euren Bereichen? Würdet ihr das als Gewinn sehen? Kann man sagen, hier werden neue Kunstformen entdeckt, aber wird vielleicht auch, seien wir mal ganz offen, auch ein neuer Markt auch damit entdeckt für Kultur? Es ist schwierig. Also erstmal ist es meine allererste Videokonferenz. Ich finde das immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich hatte diese 2000 Euro von Hessen gekriegt, habe dafür ein Wundermann-Solo-Programm erarbeitet, habe sogar noch geschafft, das zweimal aufzuführen in der Kapelle hier in Gießen, habe auch von der Stadt Gießen, das Kulturamt ist wirklich in Ordnung, unterstützt, auch hatte ich da auch ein Stipendium, habe Lieder eingespielt und habe mir dann aber wiederum das wird der Nico bestätigen, man guckt sich diese Dinger da an, hat die Gitarre um den Hals und singt in die Kamera und es ist grauenhaft. Also du hast ein totes Gesicht, du hast kein Feedback. Also letztendlich ist Musik, Theater, es ist ein Austausch von Menschen. Und die Leute, die unten sitzen, sind genauso wichtig wie ich, der da oben hockt. Und so, ich glaube, und ich kann es nur vom Theater erzählen, weil die letzten 15 Jahre habe ich hauptsächlich als Regisseur gearbeitet. Natürlich benutzt man da neue Medien und hier und Video und hin und her. Aber, und das, was ich in meinem ersten Beitrag auch gesagt habe, das ersetzt nicht das, was unsere Aufgabe ist und was auch die Janine Wissler sagte. Wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen nachdenken. Wir müssen unser Stöckchen in die Speichen der Räder stecken. Wir müssen uns einmischen, einwerfen oder so. Und das ist eine Entscheidung der Politik und der Gesellschaft. Finanzieren wir das? Also nichts gegen Unterhaltung. Alles gut, wunderbar. Aber wenn der kritische Bereich der Kunst, also meinetwegen sogar, gehen wir zurück bis Lessing, die moralische Anstalt, wenn das in unserer Gesellschaft verschwindet und dann vielleicht auch noch durch die Corona-Krise dieses Verschwinden, was in den letzten 20 Jahren überall zu spüren ist an den Theatern, wenn das jetzt noch beschleunigt wird, ich glaube, dann verlieren wir sehr, sehr viel. Nico, es wurde ja, ich glaube, es war Arte, die hatten so ein Streaming-Portal, wo DJs immer aufgetreten sind. Gibt es sowas Ähnliches für die Musikbranche und hilft es? Oder würdest du sagen, nee, mach die Konzerte wieder auf? Ich muss ein bisschen früher, ja, das kann man natürlich nicht sagen wegen Corona, solange nicht genug Impfstoff da ist, ich muss ein bisschen früher ansetzen, insbesondere was so Rock- und Popmusik betrifft. Ist es einfach so, dass sich seit Jahren durch das Digitale sehr viel verschoben hat. Also die CD als Medium ist verschwunden. Damit sind viele Einnahmen verschwunden in der Musikindustrie und für Künstler, weil es ist alles hin zu YouTube und Spotify gegangen, dass die Leute immer mehr YouTube und Spotify, vor allem halt die Streamingdienste nutzen. Auch nicht mal so eine MP3 kaufen noch für 99 Cent oder so, sondern halt wirklich ausschließlich streamen. Das hat natürlich zu einem riesen Verlust geführt insgesamt in der Industrie. Der hat sich aber teilweise viel verschoben zum Merchandise und Konzerten, dass darüber mehr verdient wurde. Da haben die Leute schon noch viel Geld für ausgegeben. Und das bricht natürlich jetzt durch Corona mehr oder weniger komplett weg, gerade die Konzerte. Damit gibt es halt ein doppeltes Problem. Keine Einnahmen durch CD-Verkäufe mehr. Die CD war eh eigentlich nur noch ein Medium. Oder die Musikstücke, um die Leute zum Konzerten zu kriegen. Damit selbst hat man kein Geld mehr verdient seit mehreren Jahren. Zumindest nicht, wenn man jetzt nicht super Weltstar ist oder gewissen Musikbranchen, Musikkulturen angehört, wie zum Beispiel die Amigos, die kommen ja auch aus Hessen, das sind noch schlaue Musikunternehmer, die machen mit CD-Verkäufen noch richtig Geld, denen ihre Fans, die kaufen CDs, von vielen anderen halt nicht mehr. Schlager ist da noch ganz praktisch, die sind wirklich schlau, die zwei Herren, aber ja, und so hat man natürlich ein Problem, das Digitale verändert alles, es hat neue Chancen geschaffen, man kann auch ohne Plattenfirma zum Beispiel überhaupt mal erst gesehen werden, man kann auch billiger produzieren. Das war ja früher gar nicht möglich. Wer keine Plattenfirma hatte, der konnte gar nicht vorkommen.
Dennoch braucht man heute genauso Geld, um es zu investieren. Eine Band ist leider auch nichts anderes als eine GbR und man braucht Geld, um zu investieren, sonst wird man nicht gesehen. Und das fließt dann heutzutage halt eher, muss dann halt zu Facebook fließen, das fließt dann auch direkt nach Irland, weil da keine Steuern gezahlt werden müssen. Und somit verändert das Digitale anders, aber hier ist ein massives Geldproblem natürlich durch Corona, weil die Konzerte weggebrochen sind, womit das Hauptgeld verdient wurde. Und warum greifen jetzt im Besonderen in einem Veranstaltungsbereich die Hilfen nicht? Für Künstler, das war ja schon beschrieben worden, und Solo-Selbstständige gab es halt am Anfang zu viel Durcheinander, zu viel Hürden, bei manchen auch schlicht Scham, bei manchen aber auch schlicht die Angst, weil da schon wieder so viel irgendwie mit Drogen mitschwang, Stichwort Zoll, dass wenn du ein Kreuz falsch setzt, du irgendwie gleich der Verbrecher bist. Da haben mehrere Sachen dazu geführt. Bei den Clubs ist es so wohl, dass ja denen auch immer wieder Hilfen zugesichert wurden, aber aus irgendwelchen Gründen, aber da bin ich nicht 100% drin, hat das wohl auch lange gedauert, ist nicht ausreichend oder die Zugangsvoraussetzungen waren zu kompliziert. Und insbesondere für die Festivals sollte jetzt so ein Rettungsschirm kommen als Neuestes, dass, falls sie es doch machen, sie eine Absicherung haben. Das wurde dann aber vom Olaf Scholz kurzer Zeit auch wieder nach hinten verschoben. Das hat wieder die Unsicherheit ausgelöst und so geht es irgendwie alles hin und her, das Spielchen. Ja, mir ging es ja auch tatsächlich auch gerade mehr um die Veranstalter, also weniger um die Künstler als um die Veranstalter und die ganzen Clubbesitzer, die natürlich auch gezwungen sind oder beziehungsweise auch planen müssen. Allerdings können sie es nicht. In Frankfurt gibt es ja tatsächlich das Phänomen des Clubsterbens. Das gibt es in diversen Städten, auch in Berlin ist das ein Riesenthema. Ich würde fast sagen, vom Gefühl, Frankfurt ist da noch ein Stück weiter. Und da hätte ich jetzt eine Frage, die ich gerne an Janine richten möchte. Und zwar, aufgrund der Corona-Pandemie hat ja die Bundesregierung und auch die hessische Landesregierung die Schuldenbremse kurz ausgehebelt. Das begrüßt ja die Linke, die ja schon von vornherein gegen die Schuldenbremse war. Es gibt so viel Sanierungsbedarf und auf ganz vielen Ebenen. Wäre das jetzt nicht was, an dem wir ansetzen könnten? Also ich finde es ganz furchtbar, ich traue mich das auch gar nicht zu sagen, aber die Krise als Chance, ist das jetzt hier nicht ein Moment, die Aushebelung der Schuldenbremse auf Kommunen, also und natürlich für die Kommunen? Ja, die Corona-Krise zeigt natürlich wirklich, es wirkt ja wie so ein Brennglas und zeigt die gesellschaftlichen Missstände, die es ja auch schon lange vor Corona gab, nochmal sehr, sehr deutlich. Und auch die, wir ja auch vor Corona schon hingewiesen haben. Und gerade das ganze Credo der schwarzen Null, der Schuldenbremse, der Haushaltskonsolidierung hat natürlich dazu geführt, dass viele wichtige Investitionen nicht stattgefunden haben. Und jetzt sehen wir eben, dass wir welche Probleme es eben im Gesundheitssystem gab. Die waren vorher auch schon da, aber die werden jetzt natürlich viel, viel, viel sichtbarer, dadurch, dass wir die Situation jetzt eben haben mit der Überlastung auf den Intensivstationen. Und wir haben vorher schon einen Pflegenotstand gehabt, weil es einfach viel zu wenig Pflegekräfte gibt, weil Krankenhäuser unterfinanziert sind, teilweise Krankenhäuser geschlossen wurden, privatisiert wurden, weil die Menschen völlig überlastet sind in allen ganzen Pflegeberufen. Aber wir sehen natürlich das auch an den Schulen, ne? Also dass Schulen marode sind, dass Klassenräume zu klein sind, es gibt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, also dass man unter Pandemiebedingungen eben auch schwierig Unterricht machen kann. Und die digitale Ausstattung ist sowieso eine Katastrophe. Ich meine, an vielen Schulen ist man ja froh, wenn man genug Waschbecken hat, um irgendwie die Hygienemaßnahmen umsetzen zu können. Oder auch die systemrelevanten Berufe, von denen wir jetzt neuerdings wissen, dass sie systemrelevant sind, die immer viel zu schlecht bezahlt wurden. Darunter viele Frauen, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die jahrelang zu schlechten Löhnen und mit schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, im Einzelhandel, bei den Lieferdiensten, in den Kitas. Und diese Missstände, finde ich, werden jetzt besonders deutlich. Und deswegen, ja, vollkommen richtig, die Schuldenbremse ist ein Fehler und deswegen muss sie nicht nur ausgesetzt werden, sondern komplett abgeschafft werden, weil sie einfach Investitionen verhindert. Und das ist natürlich auch volkswirtschaftlich ein völliger Unsinn, ne? Also das Problem entsteht ja immer nur dann, wenn der Staat sich für laufende Ausgaben verschuldet. Ja, das ist natürlich ein Problem. Deswegen muss der Staat eine Steuerpolitik machen, dass er seine laufenden Ausgaben möglichst ohne Verschuldung finanzieren kann. Aber für langfristige Ausgaben, sprich für Investitionen,
ist es natürlich vollkommen notwendig, dass der Staatshaushalt dafür Kredite aufnehmen kann. Und deswegen ist die Schuldenbremse völliger Unsinn. Und dieses ganze Credo der schwarzen Null, das hat eben dazu geführt, dass eben Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Infrastruktur eben so runtergewirtschaftet sind, wie sie jetzt sind. Und eben auch auf die Krise, dass die Krise eben dann in einigen Bereichen sich besonders stark auswirkt. Und deswegen, ich meine, es gibt ja in diesem Land Geld wie Heu. Wir haben ja jetzt den Vorschlag gemacht, noch so eine Vermögensabgabe einzuführen, eine einmalige. Wir schlagen eine Vermögensbesteuerung vor. All das brauchen wir, weil es werden wenige reicher in dieser Krise, aber viele ärmer. Und letztes Jahr im Corona-Pandemie 58.000 Vermögensmillionäre. Ja, die würden wir gerne mit einer Vermögenssteuer willkommen heißen. Also das zeigt ja, dass das private Reichtum weiter steigt. Und deswegen brauchen wir da eine Abkehr. Und das gilt natürlich auch eben für den Bereich nicht nur der Infrastruktur, sondern eben auch für den kulturellen Bereich, dass wir da eine bessere Finanzierung brauchen, ne, um eben eine bessere Förderung zu haben, aber auch um auch die staatlichen und nicht staatlichen Kultureinrichtungen besser zu fördern. Zumal ja auch viele, gerade in den Ballungsgebieten Rhein-Main, da kannst du vielleicht noch was sagen, Janine, oder auch Jan, einfach die Mieten unfassbar teuer sind. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, viele Kulturschaffende sind in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, gerade so am Existenzminimum. Die können sich eigentlich Wohnraum in Frankfurt wenig leisten. Also Wohnraum und dann natürlich Arbeitsräume. Was ist da eine Antwort der Linken? Achso, und natürlich auch, auch für Clubs, also und Bars und irgendwie alternative Räume. Es ist teuer. Also die Frage ist, kommunaler Wohnbau und etc. Wir, also sowohl im Land und im Bund fordern wir zum Beispiel eine Mietendeckel etc. Wo ist eigentlich das Problem? Das ist jetzt ganz doof gefragt. Aber ich finde, es muss mal gesagt werden. Sie haben mich angesprochen, deswegen war ich jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich kann ach so, ja, wer antworten sollte. Ja, das war dann starten wir doch ganz kurz mit dir und dann kann ja Jan noch ergänzen. Ja, also natürlich, die Situation ist sowohl beim Wohnungsmarkt, also den, aber eben auch, was die Mieten für kleine Gewerbetreibende zum Beispiel angeht, kommen natürlich viele Menschen jetzt wirklich richtig in die Bredouille. Und das macht, also weil viele, die jetzt wirklich krasse Einkommensverluste hinnehmen mussten, ob durch Kurzarbeitergeld oder weil sie ihren Job ganz verloren haben oder weil sie eben nicht arbeiten dürfen. Und ja, und ich meine, viele Menschen haben ja auch vorher jetzt schon nicht die ganz großen Ersparnisse. Da wird es natürlich irgendwann zu einem Problem und dass man Mieten nicht mehr bezahlen kann. Und das ist natürlich gerade in so einem Frankfurt oder im Rhein-Main-Gebiet, wo die Mieten so hoch sind, natürlich ein riesiges Problem. Und deswegen ist es ja richtig und notwendig, über eine Deckelung von Mieten zu reden, so wie es jetzt in Berlin gemacht wurde. Das bräuchte man natürlich bundesweit und natürlich einen viel höheren Bestand als an Wohnungen in der öffentlichen Hand, um eben auch die Mietentwicklung zu deckeln, ne? Und auch die Debatte um die Enteignung von großen Immobilienkonzernen wie Vonovia und Deutsche Wohnen halte ich für richtig, weil das Wohnungen, das sind ja Konzerne, die Tausende von Wohneinheiten in der Regel nicht gebaut haben, sondern aufgekauft haben, die sanieren und die Mieten in die Höhe treiben. Und deswegen muss klar sein, Wohnen ist kein Renditeobjekt, Wohnungen sind kein Renditeobjekt, sondern die müssen bezahlbar sein. Und das kommt natürlich für viele Menschen, ist das eben ja die Frage. Also wenn man halt sich anschaut, wie die Lohnsteigerungen sind, im Moment stagnieren sie und gehen für viele auch zurück. Aber die Lohnsteigerungen halten natürlich überhaupt nicht mit den Mietsteigerungen. Ne? Und so fressen natürlich auch immer weiter, immer höhere Mieten, fressen natürlich dann eben auch die Löhne auf. Ja, also wir verlieren in Frankfurt regelmäßig interessante KünstlerInnen. Vor allem NachwuchskünstlerInnen, die hoffnungsvoll sind an andere Städte, in denen es billiger ist zu wohnen. Leipzig ist da ein großer Kandidat. Aber selbst Berlin und andere Städte sind mehr Magnet als Frankfurt für die gerade jungen Kolleginnen, weil natürlich die Idee, dort einen großen Teil mehr Miete zu bezahlen, das durch das Lebenskonzept komplett schwierig macht, ne? Also das ist schon echt ein großes Problem. Aber du hast ja auch Arbeitsräume angesprochen. Wir haben ja gerade von der Koalition der Freien Szene Frankfurt ein
Bericht der Kulturdezernentin gegeben, fertiggestellt über die Situation der freien Kulturschaffenden in Frankfurt. Und da ist das Thema Arbeitsräume ein riesengroßes Thema. Das ist einfach wirklich zu wenig bezahlbare Arbeitsräume gibt, Atelierräume, Proberäume, auch für den Musikbereich. Ja. Und das ist ein großes Problem, gerade in so einer großen Stadt. Neben dem Problem, dass man keine Wohnungen, günstige Wohnungen findet, findet man auch wenig günstige Ateliers. Das wird natürlich gefördert, das ist auch halt wichtig, aber da ist noch viel zu tun. Man merkt einfach, dass da noch Potenzial wäre. Ne? Und das sind alles Themen, die dazu führen, dass Leute nicht mehr in unserer Region bleiben, ne? Sondern irgendwo anders hingehen, wo es einfach billiger ist zu wohnen und billiger ist zu arbeiten. Und Kultur einfach auch abwandert ein Stück weit mit ihren Kulturschaffenden, klar. Ja. Stefanie, wie verhält sich denn das eigentlich in Kassel? In Kassel gibt es eine ziemlich renommierte Kunsthochschule mit einer Reihe von Absolventen. Bleiben die in Kassel? Ja, da ist das Problem ähnlich, auch wenn wir jetzt in Kassel nicht so die Preise haben, was Miete angeht, wie, sagen wir mal, das Rhein-Main-Gebiet. Da ist natürlich eine riesige Schere dazwischen. Aber selbst hier ist das Problem, dass einfach gerade auch Absolventinnen der Kunstuni zum Beispiel, wir hatten das ja hier schon gesagt, Kunst braucht Zeit und Raum. Und das ist halt das, was auch in Kassel fehlt, hier in der Gegend. Kleine Gewerbeeinheiten oder Räume, die sich als Ateliers oder Ähnliches eignen, gibt es hier einfach nicht. Also es gibt es schon, es gibt sie leerstehend, aber sie werden zu Quadratmeterpreisen angeboten, die einfach nicht im Verhältnis zu dieser Stadt hier stehen, weil irgendwelche Leute von außerhalb hier Sachen gekauft haben in der Stadt, weil es mal vor ein paar Jahren hieß, Kassel wäre eine aufsteigende Stadt. Und es steht jetzt hier leer, gerade in dem Bereich, wo ich auch wohne, was irgendwie auch bahnhofsnah ist, sehr, sehr viele kleine Gewerbeeinheiten, die seit 10 Jahren leer stehen. Da würde sich jeder Künstler die Finger nachlecken, aber halt nicht für einen Quadratmeterpreis um die 10 Euro oder so. Das funktioniert einfach nicht. Ich fordere, oder wir als Fraktion in Kassel fordern auch immer, dass die Stadt auch Räume zur Verfügung stellen muss für Kulturschaffende. Sowas war jetzt auch in Planung vor der Krise, wurde sowas ausgearbeitet, weil einfach, es sind ja nicht nur Atelierräume, die fehlen, hier fehlen in Kassel Räume für Konzerte über 200 Menschen, also in Kassel fehlen ganz viele Räume für ganz viele Sachen. Wir haben für sehr, sehr kleine Konzerte und Auftrittsmöglichkeiten Räume und dann wieder die Stadthalle für mehrere Tausend. Alles dazwischen. Deswegen gibt es keine größeren Konzerte in Kassel. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm es ist, hier teilweise zu leben, wenn man mal von einem Künstler, den man vielleicht aus dem Radio kennt, zu einem Konzert möchte. Die können hier nicht herkommen, weil es einfach keine Räume gibt, wo die auftreten können. Existiert nicht. Das ist so ein Problem, warum dann auch bei uns die Menschen abwandern, weil einfach die Räume fehlen, die Räume, die da sind, nicht bezahlbar sind, die Stadt nichts zur Verfügung stellt, die Stadt eher ihre Immobilien verkauft, als dass sie welche zurückkauft. Wir haben hier auch zwei wunderschöne Industriebrachen in der Stadt. Man könnte nach Leipziger Vorbild, hätte man da sehr schön Kunst und Kultur mit Arbeits- und Wohnräumen ansiedeln können. Auch das wurde nicht wahrgenommen. Zentsche-Gelände, eins von diesen Industriedenkmälern, wurde letzte Woche erst verkauft. Die Stadt selber hat ja auch ein Vorkaufsrecht bei solchen Sachen. Sie könnten da einfach sagen, hier, gib uns das, wir nehmen das. Ist leider kein politischer Wille da von Seiten der Stadt. Und das ist einfach das, warum auch Leipzig, glaube ich, so eine junge und frische Kulturszene hat. Also wir kennen ja alle irgendwie Färberei, das Beispiel. Da wurde einfach eine Industriebrache genommen, die wurde zur Verfügung gestellt und dann siedelt sich sowas auch an. Und in Kassel wandern halt auch viel ab, weil A, die Räume nicht sind und dann vielleicht ist es doch spannender, nach Berlin zu gehen, wenn es da genauso viel kostet oder die Bedingungen genauso sind, weil man da einfach ein bisschen freier ist, weil hier Nordhessen, der Nordhesse an sich hat ja den Ruf auch ein bisschen verstorcht und etwas in sich gekehrt zu sein. Da ist das dann vielleicht auch nicht ganz so beliebt, aber das ist jetzt mein persönlicher Verweis vielleicht noch. Ja, also wie gesagt, sind hier die Probleme nicht so anders. Aber wenn du gerade auch noch bei Konzerten bist, die uns, glaube ich, allen furchtbar fehlen und auch diese haptische, sinnliche Erfahrung mit Menschen zusammen zu sein und Kultur rezipieren zu können. April Art hat ja, wie ich schon gesagt habe, eine neue Single. Ist es eine Single oder ist es ein Album? Nico, magst du dazu noch mal was sagen? Ich habe reingehört und ich fand es ziemlich interessant, wen ihr alles zusammengekratzt habt für euer Video. Da sind ja einige sehr bekannte Gesichter. Nee, das ist eine Single. Der Rest kommt
Eine EP wird Ende Mai kommen und ein Album werden wir jetzt bald angehen. Aber das ist wirklich eine Single gewesen, die wir aufgenommen hatten, noch kurz vor dem ersten Lockdown in Halle im Tonstudio, also kurz vor dem zweiten Lockdown. Da war irgendwie noch alles ganz normal, in Anführungsstrichen, weil da war es irgendwie auch noch viel lockerer als hier in Hessen. Da sind wir noch abends essen gegangen und so. Und kurz nachdem wir nach Hause ankamen, war alles dicht. Die Single haben wir gedacht, das passt perfekt, weil irgendwie der Text irgendwie auf die Situation gerade wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Dann haben wir noch die Alarmstufe Rot wahrgenommen. Das erste Mal, dass ich mal in der Musikszene und Veranstaltungsszene auch mal eine Lobby gebildet hat, weil es komisch war, dass andere Industriezweige so starke Lobbys haben. Die schreiben ja ihre Finanzmarktaufsichtsgesetze am besten gleich selber, so nach dem Motto. Und in der Musik, obwohl da so viele Leute in der Veranstaltungswirtschaft arbeiten, gab es das nicht. Die hatten diese Alarmstufe Rot-Bewegung ja dann das erste Mal gegründet, glücklicherweise. Und dann haben wir zusammengefunden, auch mit denen. Und darüber kam es dann auch, dass wir halt in der leeren Langtest-Arena in Köln drehen konnten, weil wir dachten, Break the Silence sollte die Message sein. Man muss jetzt mal darüber reden, wie so die Situation von Künstlern, Kulturschaffenden und der Kulturbranche ist, weil viele Leute da einen ganz komischen Zugang zu haben. Die denken irgendwie so anscheinend, Musiker oder Künstler wären welche, die den ganzen Tag im Bett liegen, ab und zu mal saufen, am Tag eine Stunde arbeiten und 10.000 Euro nachher auf dem Konto haben. Dass dem nicht so ist, das muss man halt mal irgendwie weiter in die Masse reintragen. Und ja, da hat es halt gepasst, dass wir die Langtest-Arena auf einmal über die Kontakte in die Alarmstufe Rot-Szene da ganz spontan rein konnten und dachten, so eine große Halle, die leer ist, nichts symbolisiert das besser auch von dem Video her. Das poste ich einfach mal an den Chat. Den Link. Da ist schon tatsächlich. Ach so. Matthias Riedel, den ich auch nochmal ganz, ganz herzlich, also zweimal schadet nicht. Genau, ja. Also ihr könnt im Chat auf den Link gehen und euch das Video anschauen und eben auch euch auch die Single anschauen. Ja, und dann gibt es halt hier noch auch so kleine Initiativen aus verschiedenen Städten, die heißen Kulturgesichter. Die sind mittlerweile auch in die Alarmstufe Rot integriert. Da haben sich alle Leute, die hier zum Beispiel in Gießen gibt es das, aber auch in Hannover, in Münster, da lassen sich alle Leute mit mehr oder weniger trauriger Pose ablichten, wie lange sie schon in der Branche arbeiten als was und um einfach ihr Gesicht zu zeigen, damit sie überhaupt mal gesehen werden, posten die ins Internet. Und diese ganzen Gesichter haben wir in das Video eingefügt. Und dann kamen wir aber noch auf die Idee, um mehr Reichweite zu erzielen, fragen wir doch auch, wenn es uns nicht primär um diese geht, uns geht es wirklich eigentlich um die wirklich ja, von einem kleinen Geld leben, nicht im Luxus, nicht schon die Millionen auf dem Konto haben, aber wie kriegen wir mehr Reichweite für die Sache? Fragen wir doch mal bei größeren Künstlern an, ob sie uns auch ihr Bild schicken und das bei Facebook vielleicht teilen. Und dann kamen halt Leute wie Klaus Meine von den Scorpions, die einfach gesagt haben, jo, bin ich dabei, teile ich auf Scorpions Seite und hier ist mein Bild. Da sind dann auch einige andere aufgesprungen zum Glück und dann haben wir die auch noch eingefügt und dann ist dieses Gesamtwerk entstanden. Ein Akt der Solidarität. Ein Stück. Ja, und es war auch ganz schön zu sehen. 0 Euro Werbeetat im Hintergrund haben einfach mal mehr oder weniger, weil sie von der Sache überzeugt sind, trotzdem PR-Leute oder andere Leute gearbeitet, alle gemeinsam, um was auf die Beine zu stellen. Mhm. Und dann kann man auch mit 0 Euro Werbeetat doch ein bisschen Aufsehen erregen. Ja, das sind die Momente dann in der Krise der Solidarität. Ja. Genau, mit Blick ein bisschen auf die Uhr, wollen wir ja auch noch darüber reden, welche Lehren die Krise für die Kulturpolitik hat. Und da würde mich jetzt mal von den Kulturschaffenden interessieren, Jan oder Christian, was wären eure zentralen Punkte, die ihr Kulturpolitikerinnen in dem Fall mitgeben möchtet? Also wenn ihr in die Glaskugel schaut und... Ja. Ich glaube, was die Simone vorher gesagt hat, das würde sehr viel helfen, und zwar eine, nicht über Hartz IV, sondern tatsächlich eine Grundsicherung im Sinne von einem Grundeinkommen. Also ich habe im März, April, Mai, das war sowieso absurd, diese ersten Hilfen, die man da beantragen konnte, und auch jetzt, November, Dezember Hilfe, habe ich mich durchgekämpft, habe ich von dem, was weiß ich, was ich da kriegen soll, vielleicht 3.000 für die 2 Monate, habe ich bis jetzt 40 Euro Vorschuss bekommen.
Davon habe ich die letzten 3 Monate gelebt, Gott sei Dank bin ich verheiratet. Also ich glaube, sowas wäre wichtig, dass man ohne Bedingungen und ohne diese Kurven, also diese Anträge, das war ja teilweise so absurd, und wo man dann einfach merkt, was der Nico gerade gesagt hat, ganz viele Menschen wissen gar nicht, was wir tun, wie wir arbeiten. Also selbst der Typ beim Finanzamt, das Theaterabonnement, und den kenne ich, aber der wird jedes Mal wahnsinnig, weil er überhaupt nicht begreift, ich arbeite selbstständig, nicht selbstständig, dann so und so und dann musst du mal Umsatzsteuer zahlen, dann nicht. Das wissen die einfach nicht. Und ich bin als Künstler komischerweise immer in der Erklär- und Bringschuld und mein Gegenüber, was ich eigentlich um mich kümmern sollte, hat schlichtweg keine Ahnung. Und wenn man, Entschuldigung, ich will hier niemandem zu nahe treten in der Rolle, also wenn man mit Politikern auf Premierenfeiern manchmal redet, dann erzählen sie einem halt, dass sie damals am Schultheater einen Physiker mitgespielt haben und das ist dann das Grundwissen zur Situation am Theater. Das ist manchmal absurd und deswegen glaube ich, wenn die Politik es schafft, uns so ein bisschen so finanziell abzusichern, das würde schon viel helfen. Und das andere ist, was ich schon ganz am Anfang bemerkte, das ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie viel Wertschätzung hat die Kunst überhaupt und so? Also wie viel Zeit und Raum gibt man uns? Aber ich glaube, so, ja. Ja, Jan, bedingungsloses Grundeinkommen oder nachhaltige Förderstrukturen? Naja, das glaube ich nicht. Entweder oder, sondern sowohl als auch, meiner Ansicht nach. Ich glaube, wichtig ist, wir haben wirklich gemerkt, dass eine soziale Absicherung ein ganz zentraler Punkt ist, um die freie Kunst am Leben zu halten. Ich habe ja schon oft gesehen, gerade diejenigen, die jetzt die größten Probleme haben, sind die, die eigentlich vorher die erfolgreichsten Modelle gefahren haben, die lange Zeit eigentlich ohne irgendeine Förderung klarkamen, finanziell. Die sind jetzt diejenigen, die am allermeisten leiden, weil natürlich die Einnahmen, die sie sonst generieren können durch Zuschauereinnahmen oder durch Gastspieleinnahmen, die natürlich jetzt komplett weg sind. Ne? Deswegen ist es total zentral, dass man eine Absicherung hat. Ich würde allerdings davor warnen, ich bin ein großer Fan vom Grundeinkommen, ich würde nur davor warnen, zu sagen, das sollen nur die KünstlerInnen und Künstler bekommen. Denn ich denke, es gibt viele andere Berufszweige, bei denen die Situation ähnlich ist, die in prekären Verhältnissen leben. Ich finde, wenn ein Grundeinkommen, dann für alle und nicht nur für die Kunst. Also so privilegiert wollen wir das doch nicht sehen, glaube ich. Ich finde auch, was auch wichtig ist, jetzt als Lehre aus Corona ist, dass man Regeln stärker reduziert, Deregulierung ein bisschen betreibt, weil natürlich es gibt so viele Regularien in der Kultur, die es uns jetzt schwierig machen, zum Beispiel, ne, dass man Geld nicht ins nächste Jahr mitnehmen darf, zum Beispiel, ist ein großes Problem, weil natürlich Kolleginnen und Kollegen haben Fördergelder bekommen, können sie nicht mehr ausgeben und müssen die jetzt irgendwie, müssen irgendein Projekt oder ein halbes Projekt machen, weil das Geld aber weg muss. Solche Dinge sind natürlich Quatsch. Also Regeln müssen den Realitäten der Kunst angepasst werden und nicht umgekehrt. Das ist auch ein großes Thema. Also, und natürlich, was jetzt in der Corona-Krise ganz sich als für sehr sinnvoll, als sehr sinnvoll zeigt, sind zum Beispiel Gelder für Rechercheprojekte in der Theaterszene zum Beispiel. Es ist so, dass viele Kolleginnen und Kollegen Bedürfnis nach Recherche haben, ohne gleich einen Produktionsdruck zu haben. Und es hat jetzt sehr viele Stipendien gegeben, die das ermöglicht haben. Das ist ein Modell, was, glaube ich, auch nach der Krise weiterverfolgt werden sollte. Genau. Und ich finde sowieso, wir werden jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich eine Flut an Veranstaltungen im öffentlichen Raum erleben. Und wir werden uns auch überlegen müssen, wie wir die Regeln im öffentlichen Raum auch ein bisschen vereinfachen, dass Kunst im öffentlichen Raum einfacher sein wird. Also das sind alles Themen, wo ich denke, an denen muss man auch nach Corona weiterdenken. Simone, jetzt ist ja eine Reihe genannt worden. Jetzt die Frage an dich. Ich weiß, dass du ja in der Fraktion jetzt einen Antrag hattest, der eben ganz entscheidende oder diese ganzen essentiellen Punkte aufgreift, Kultur nachhaltig gestalten. Was würdest du sagen, wenn du es jetzt ja gerade gehört, was die Kulturschaffenden gesagt haben,
Mich würde mal interessieren, das und noch vieles mehr. Du wippst mit dem Kopf. Du darfst dich ja, auch gerne mit dem bedingungslosen Grundeinkommen äußern. Pass mal, ich habe mir ja hier ein paar Notizen gemacht und versuche mich da mal lang zu hangeln und beginne mal beim Startziel, das ich vorhin so in den Raum geworfen habe. Und das natürlich reicht es nicht, wenn man das jetzt ins Grundgesetz schreibt und dann steht es da. Da steht ja auch, dass alle die gleichen Chancen haben müssen und haben sie nicht und so. Das muss natürlich dazu führen, dass dann auch eine andere Politik gemacht wird. Und ein Stichwort dazu wäre zum Beispiel das Kooperationsgebot, dass eben die Länder miteinander arbeiten müssen, mit dem Bund und man sich nicht immer den schwarzen Peter hin und her schieben kann. Was das Grundeinkommen betrifft, ich bin ja, also wir reden immer vom Grundeinkommen und glaube, jeder meint irgendwie was anderes, weil ich glaube nicht, dass wir ein Grundeinkommen für alle brauchen oder für jeden. Also für alle schon, aber nicht für jeden, sage ich mal, weil nicht jeder braucht es. Aber wenn man es braucht, dann soll man es kriegen. Und zwar bedingungslos, sanktionsfrei und in einer Höhe, in der man davon leben kann. Vor allen Dingen auch Zeit überbrücken kann. Für uns war übrigens auch immer klar, dass wir haben das ja gefordert, aber eben auch nicht nur in Anführungsstrichen für Künstlerinnen und Künstler, sondern für Solo-Selbstständige insgesamt, weil wir das genauso sehen, dass diese Situation ja auch über den Kulturbereich hinausgeht. Ich möchte nochmal, dann war die Rede davon, Räume, Kultur braucht Räume und ganz viele Stellschrauben für Kultur sind in anderen Ressorts, die haben mit dem Kulturressort sozusagen gar nichts zu tun. Nehmen wir mal Bau. Mit Karin Leit zum Beispiel, die ja hier im Bauausschuss sitzt und so weiter. Wir diskutieren oder überlegen zum Beispiel sowas wie natürlich auch einen Mietendeckel für Gewerbemieten, weil sonst eben bestimmte Sachen im öffentlichen Raum gar nicht mehr vorkommen, weil man keine Ateliers mieten kann oder Galerien oder was auch immer. Aber auch sowas wie, angelehnt an die sogenannten Milieuschutzgebiete, auch sowas wie Kulturschutzgebiete, weil es natürlich nicht sein kann. Also Leipzig, Berlin war es und ist es zum Teil noch, aber Leipzig, da kippt es ja auch schon ein bisschen, dass dann so total lebendige Viertel sind, wo ganz viel stattfinden kann, weil die Mieten noch günstig sind, die Gewerbemieten auch. Und dann entwickelt sich da eine Kreativszene, dann kommen erst die Studierenden und die Künstlerinnen und Künstler und so weiter und so fort. Und es ist meist ein ganz gemischter Kiez auch, wo die alten MieterInnen noch da sind und die neuen dazukommen. Und es passt alles multikulturell und so weiter und so fort. Und dann früher hat man immer gesagt, dann kamen die Yuppies und dann mussten die vorher da waren und spannend gemacht haben, weg. Aber Gentrifizierung ist halt ein großes, großes Thema. Und es kann doch nicht sein, dass jemand in ein solches Viertel zieht und dann darauf klagt, dass der Club raus muss, der ja vorher da war. Weil wenn man da hinzieht, weiß man ja, dass der da ist. Und dann nimmt man eben auch ein bisschen Lärm und Lebendigkeit da draußen in Kauf. Und Kulturschutzgebiet könnte dazu führen, dass in so einem Gebiet dann zum Beispiel auch die Lärmschutzregeln vielleicht nicht ganz so streng sind. Dass kulturelle Räume da einfach auch, aber auch eingesessenes Gewerbe, wie, weiß ich nicht, Schneidereien und Buchhandlung und was weiß ich, eben auch geschützt sind und nicht von den Immobilienhaien da einfach rausgeschmissen werden können. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Dann soziale Absicherung ist ein ganz großes Thema, aber insgesamt glaube ich auch, dass Janine hat es ja vorhin auch gesagt, wir müssen Kultur völlig neu aufstellen, eben nicht diese Projektförderung, wo man immer hinterherhetzen muss und das Geld ausgeben muss, keine Rücklagen bilden kann, sondern auch Strukturförderung. Und also Kulturschutzgebiete wären ja auch eine Form von Strukturförderung, einfach dafür zu sorgen, dass Räume da sind. Es gibt ja, also wir haben dann Städte, da kann man sich nichts leisten oder es ist gar nichts da an Räumen. Und dann haben wir Städte, in denen es ganz viel Leerstand gibt, auch in meiner kleinen Stadt Ochsenfurt, in der ich lebe. Da gibt es Läden, ich lebe da seit 7 Jahren, da war noch nie irgendwas drin. Und die Vermieter können sich das offenbar leisten, das Ding leer stehen zu lassen, weil die rufen da Mieten auf, die in so einem Ort überhaupt nicht zu erwirtschaften sind. Machen damit aber die Stadt kaputt, weil mit jedem Gewerbe, das dann nicht stattfindet, eben auch Leben verschwindet aus den Innenstädten. Und eigentlich finde ich, wenn man Eigentum verpflichtet ernst nimmt, dann muss es eine Möglichkeit geben, Gewerbeflächenvermieter auch
in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, okay, wenn ihr das jetzt 2 Jahre nicht vermietet habt, weil der Preis, den ihr aufruft, offenbar zu hoch ist, dann müsst ihr halt einen niedrigeren nehmen. Oder auch sowas hat es in Hamburg schon gegeben für Wohnraum. Dann wird das Eigentum halt vorübergehend entzogen. Es wird vermietet, es kommt Leben rein. Und dann, die verlieren das ja nicht auf Dauer, aber die Bedingungen sind dann anders. Also auch das wäre ein Hebel, glaube ich, mit dem man was machen kann. Aber diese staatliche Kultur, das müsste sozusagen die Grundlage dafür sein, dass Kultur überhaupt einen anderen Stellenwert kriegt und nicht immer nur das Sahnehäubchen ist, sondern eben ja, demokratierelevant, sage ich immer. Weil sonst fliegt uns der Laden hier um die Ohren, wenn die Kultur weg ist. Weil es kommt ja auch noch hinzu, das ist ja nicht nur die wirtschaftliche Bedrohung und jetzt durch die Pandemie, sondern wir haben natürlich auch einen massiven Druck von rechts auf Kultur, weil Kultur eben progressiv ist und so weiter und so fort. Also wir haben, glaube ich, jetzt ein Zeitfenster. Ich erlebe das im Bundestag zumindest, dass sich die Debatten ein bisschen verändert, dass man plötzlich über Dinge reden kann, wo es früher immer hieß, ach Quatsch, ist alles Unsinn. Kann man plötzlich drüber reden. Es gibt da auch ein Einsehen bei anderen Parteien, das lange nicht so weit geht wie bei uns, ist völlig klar. Aber immerhin. Und die Branche hat sich sehr, auch davon war ja hier schon die Rede, sehr auch miteinander solidarisiert und verbündet. Und ich kann eigentlich nur darum bitten, dass dieser Druck nicht nur nicht nachlässt, sondern auch über die Krise hinaus reicht. Weil, das hat Berlin gezeigt, auch am Mietendeckel, dass man kann Politik nicht verändern, wenn es nicht Druck von der Straße gibt. Das ist der Rückenwind, der gebraucht wird. Mhm. Sodass ich sehr, sehr hoffe, dass dieses Miteinander, sich solidarisieren, in die Zukunft mitgenommen wird, damit wir dann Kulturpolitik und Kultur auch auf andere Füße stellen können. Ein Stichwort vielleicht noch. Kultur beginnt ja im Kindesalter, also kulturelle Bildung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn man sich das anschaut, wie viel Geld leistet sich dieses Land für Kultur? Man müsste das mal vergleichen, welchen Teil des Bruttosozialprodukts dieses Land ausgibt für Kultur und wie das in der DDR war. Ich glaube, in dieser Runde darf ich das sagen. Ich bin da aufgewachsen. In meiner Kindheit war es völlig normal, dass jede Klasse ein Theaterabo hatte und mindestens 2-mal im Jahr ins Theater gegangen ist. Und dass man auch andere Orte, kulturelle Orte besucht hat und dass auch mal Künstlerinnen und Künstler in den Musikzeichen oder sonst was Unterricht kamen und so, dass musischen Fächern auch mehr Platz eingeräumt wurde und so. Also da beginnt das ja eigentlich. Und wenn Kinder schon lernen, welchen Wert Kultur hat, dann nehmen sie das hoffentlich auch mit ins Erwachsenenleben. Und insofern, ich glaube schon, dass das jetzt eine Chance bietet, also diese Situation, weil es so sichtbar geworden ist, diese Probleme, die da sind und die ja nicht nur die Branche, sondern die Gesellschaft insgesamt betreffen. Und ich glaube, wir müssen die nutzen, weil wenn es passiert, dass sozusagen irgendwann ist die Pandemie vorbei und alles wieder zurück auf Anfang, ach ja, alles wieder schick, jetzt läuft's ja, dann wird man diese Erfahrung auch wieder vergessen und dann wird es die nächste Krise brauchen, damit man einen Schritt weiterkommt. Und ich glaube, das müssen wir echt nutzen jetzt, diese Chance. Du hast gesagt, und damit würde ich ganz gerne die Runde öffnen, vielleicht gibt es ja noch Fragen von unseren Zuschauern. Wenn Kultur wegfällt, fliegt uns der Laden um die Ohren. Sehr schönes Zitat.